geben Sie doch offen zu, dass Sie dem Bergsteiger Reinhold Messner nicht geglaubt haben, als er vom Yeti erzählte. Doch es gibt ihn wirklich. Seit dem Trekker von 1965 ist der Yeti das erste Geländefahrzeug aus dem Hause Skoda. Trotz familiärer Ähnlichkeit mit dem Roomster stimmt mit diesem nur das Innenraumkonzept überein. Er ist eher komfortabel als sportlich konzipiert. Sein Fahrwerk erweist sich als solide und die Lenkung ist sauber abgestimmt. Trotz höheren Schwerpunkts meistert er auch flotte Kurvenfahrten ohne spürbare Seitenneigung. Nachdem sich der Yeti so lange vor der Welt versteckt hielt, erscheint er nun sogar in mehreren Ausstattungslinien wie Active, Ambition und Experience. Zur Grundausstattung gehören unter anderem 7 Airbags, ABS, ESP, Anti-Schlupfregelung und eine elektronische Differentialsperre. In der Zivilisation macht der Yeti durchaus keine schlechte Figur. Apropos Figur, der rasante Wilde präsentiert sich mit Modelmaßen von 4,22 Meter Länge und 1,69 Meter Höhe. Die Motorenpalette des Yeti umfasst 5 Vierzylindertriebwerke, die von 105 bis 170 PS leisten. Zur Auswahl stehen 2 Benzin- und 3 Dieselaggregate. In der stärksten Ausführung, dem 2 Liter Common Rail TDI, beschleunigt der Yeti in 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von knapp über 200. Recht kultiviert zeigt sich der Yeti an der Tankstelle. Der stärkste Diesel soll im Durchschnitt 6,1 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen. Die eigentliche Domäne eines Yetis liegt abseits befestigter Straßen. 18 cm Bodenfreiheit, kurze Überhänge und eine solide Bodenverkleidung schützen ihn von unten. Die optionale Haldex-Kupplung verteilt die Antriebskräfte auf die Räder mit dem jeweils günstigsten Bodenkontakt. Wenn das Gelände allzu abenteuerlich wird, sorgt die auf Wunsch erhältliche Offroad-Funktion dafür, dass der Fahrspaß erhalten bleibt. Per Knopfdruck verändern sich die Parameter von Gasannahme und Antiblockiersystem. So kann sich der Fahrer vollständig auf das Lenken konzentrieren, während der Yeti in eigener Regie die steile Abfahrt bewältigt. Die Grundversion mit Frontantrieb kostet in Deutschland ab 18.000 Euro. Für 22.690 Euro gibt es die günstigste Allradvariante. Es gibt ihn also tatsächlich, den Yeti, und jeder kann ihm ab sofort begegnen.